Yay, es ist mal wieder soweit. Community Event, yay. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donnef ziemlich doof. Nein, Donnef 204. Okay, jetzt wirklich Spaß beiseite. Dieses Wochenende und nächstes Wochenende ist wieder Community Event, mal wieder, yay. Und in diesem Video werde ich euch sagen, wann findet das Ganze statt, welche Tage, welche Zeit und was gibt es zu gewinnen. Das Community Event findet heute und morgen, also den Samstag, den 5. Juni und den Sonntag, den 6. Juni um 21 Uhr statt. Seid dabei, verpasst es nicht, stellt euch am besten Handywecker, dann könnt ihr das Ganze nicht verpassen. Stellt euch ein Handywecker auf 21 Uhr, wenn der bimmelt, oh ja, da war ja was, Donnef 204, Community Event. Könnt ihr es nicht verpassen. So. Dann nächste Woche, ebenfalls Samstag und Sonntag. Das wäre dann der 12. und der 13. Juni. Zeiten verändern sich aber leicht. Bei Samstag bleibt es bei 21 Uhr, aber Sonntag machen wir dann schon um 15 Uhr los. Da könnte es auch sein, dass der Stream etwas länger wird. Da müssen wir mal gucken, weil da findet dann auch nochmal die Verlosung statt für die Teilnehmer des Events etc. pp. Aber da schauen wir dann einfach mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall nächste Woche, Samstag um 21 Uhr und Sonntag um 15 Uhr. Tragt euch das am besten irgendwo ein. Wird auf jeden Fall auch in meinem Community-Tab wieder so ein Ankündigungsbild dazu kommen. Also einfach mal reinschauen bei mir im Kanal, im Community-Tab oder einfach bei Twitter reingucken. Die Streams werden eigentlich immer dort auch geteilt. Gut. Oder ihr drückt die Benachrichtigungsglocke, dann könnt ihr sowieso meine Streams nicht verpassen. Das ist ja natürlich auch eine schöne Option. Gut, kommen wir zu den Preisen. Es gibt natürlich auch Preise. Erstmal gibt es Preise für alle Teilnehmer. Ihr hattet jetzt 8 Wochen Zeit, ein Projekt zu machen. Und musstet das gestern abgeben. Gestern war Abgabetermin und das haben auch einige gemacht. Aber auch die Zuschauer können Preise bekommen, die bei dem Event heute und morgen zuschauen. Für nächste Woche gibt es vielleicht auch wieder Preise. Mal gucken. Das überlege ich mir dann. Okay. Erstmal die Preise für die Teilnehmer. Das wären einmal, verlose ich dreimal 10 Euro für alle, die in der RPG Maker Steam Gruppe sind und bei dem Event teilnehmen, ein Projekt eingereicht haben. Und ich verlose dreimal 10 Euro Steam-Guthaben an alle, die im Forum sind und ein Projekt abgegeben haben. Dementsprechend kann man maximal 20 Euro gewinnen. Ist ja eigentlich auch vollkommen ausreichend, denke ich mal. 20 Euro haben oder nicht haben, damit kann man auf jeden Fall schon den RPG Maker MV zum Beispiel kaufen, der im Angebot oftmals nur 9 Euro kostet. Und naja, oder man kauft sich irgendein Spiel. Mass Effect zum Beispiel kostet zwar mehr als 20 Euro, aber als Anzahlung, das ist ja auch ein Spaß. Aber ja, kauft euch Mass Effect. Okay, nein. Gut, kommen wir zu den Zuschauerpreisen. Die sind sehr wichtig, denke ich mal, für euch. Ihr könnt nämlich was gewinnen, wenn ihr die Streams verfolgt. Und das Ganze staffelt sich wie folgt. Für alle 25 Zuschauer verlose ich, also gleichzeitigen Zuschauer, verlose ich 5 Euro Steam-Guthaben. Das heißt, knacken wir die 25 Zuschauer, das wird auf jeden Fall passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr gar kein Interesse an dem Community-Event habt. Bei den letzten hatten wir eigentlich immer über 25 Zuschauer, teils auch über 40 Zuschauer. Also das dürfte eigentlich machbar sein. Also über 25 Zuschauer kriegt ihr 5 Euro, bei über 50 Zuschauer bekommt ihr nochmal 5 Euro, bei 75 Zuschauern, was wahrscheinlich nicht passieren wird, würde ich nochmal 5 Euro geben und bei 100 Zuschauern, was definitiv nicht passieren wird, aber ich wette gegen euch, ich bezahle, bei 100 Zuschauern würde ich nochmal 5 Euro raushauen. Also ihr könnt
Also es geben bis zu 20 Euro dann nochmal an die Community, die einfach nur zuschaut, werde ich per Zufall dann an die Zuschauer verlosen, die im Chat teilnehmen. Das machen wir dann über den Nightbot und dann direkt in den jeweiligen Streams, also am Samstag und am Sonntag. Das machen wir dann jeweils am Ende des Streams. Gucke ich, wie hoch ist das ausgeschlagen, die Maximalzuschauerzahl während des Streams. Und dann bekommt ihr am Ende des Streams dann gesagt, findet und wie ihr direkt teilnehmt an dem, also an der Verlosung. Könnte interessant sein, ist wie gesagt eine kleine Wette gegen euch. Ich wette, zack, wir schaffen die 100 nicht, die 100 Zuschauer. Und ihr wettet quasi gegen mich. Technisch gesehen ist es machbar. Aber ihr müsst halt den Stream schauen. Das ist es nämlich. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Seid dabei beim Community Event. Ist ja nicht so häufig. Und das nächste Community Event wird auch erst, denke ich mal, Ende Sommer, Anfang Herbst sein. Also, so häufig ist sowas nicht. Verpasst es nicht. Und ich danke auf jeden Fall für das Interesse. Tschüsseli!